Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch nicht irgendeinen RP-Glitch, nein Leute, heute zeige ich euch den krassesten RP-Glitch, den ich jemals gesehen habe. Und das ist nicht gelogen, Leute, denn ihr könnt tatsächlich von Level 1 bis zu Level 8000 werden und das nur in 36 Real-Life-Stunden. Und das Beste an diesem Glitch, Leute, dieser Glitch ist Solo und AFK. Wie geil ist das denn, Leute? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dort zu lassen. Und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Glitches aller Zeiten. Und Leute, am Ende des Videos gehe ich mal auf die Frage ein, welche Banngefahr gibt es und vieles mehr. Deswegen bleibt dran. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Video an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch eigentlich? Für diesen Glitch, Leute, braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Und kleiner Pro-Tipp von mir, euer MOC sollte getuned sein, macht das Glitchen tatsächlich leichter. Denn wir brauchen für diesen Glitch tatsächlich nur die Zugmaschine vom MOC. Außerdem, Leute, brauchen wir für diesen Glitch auch noch die Agentur, denn ihr müsst tatsächlich Franklin anrufen können und eine Attentatsmission anfordern können. Falls ihr das aktuell nicht könnt, Leute, das könnt ihr tatsächlich freischalten, indem ihr bei eurem PC in der Agentur sitzt und 3 Security-Aufträge erledigt. Und danach werdet ihr das Ganze freigeschaltet haben. Und Leute, soll ich euch was sagen? Mehr braucht ihr für diesen Glitch nicht. Das waren schon alle Anforderungen für diesen Glitch. Gut, ich würde sagen, fangen wir doch mal mit dem Glitch-Teil an. Denn als erstes, Leute, seid in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Ich habe das Video in einer Freundessitzung aufgenommen. Sollte aber generell in jeder Sitzung gehen. Denn Leute, als erstes müssen wir tatsächlich jetzt hier Frankl anrufen und eine Attentatsmission bestellen. Denn für so eine Attentatsmission, Leute, wird uns der Franklin zu irgendeiner Telefonzelle bzw. Münztelefon schicken. So, in meinem Fall ist jetzt hier mein Telefon. Aber Leute, bevor ihr da hingeht, noch ein, zwei Sachen dazu. Denn wir brauchen eine ganz bestimmte Attentatsmission. Und zwar den Popstar. Diese Mission ist unglaublich wichtig. Und Leute, sobald ihr seht, dass ihr die richtige Mission habt, müsst ihr sofort nach dem Telefonat euer Interaktionsmenü öffnen. Das hat den Zweck, Leute, dass eure Zeit dann nicht direkt abläuft, sondern die Zeit wird tatsächlich erst später gestartet, sobald das Interaktionsmenü wieder schließt, so gesehen. Aber gut, Leute, wie erkennt ihr denn eigentlich, dass ihr die richtige Mission habt? Ganz einfach, Leute, wenn Franklin zu euch redet übers Telefon, müsst ihr achten, was da unten geschrieben steht. Denn wenn da steht, ich würde den Namen unserer nächsten Zielperson nennen, aber den wirst du noch nie gehört haben. Und wenn ihr diesen Satz seht, als ersten Satz im Telefonat, wisst ihr, Jackpot, ihr habt die Mission. Aber Leute, ich wollte euch nicht anlügen, ich habe tatsächlich 25 Versuche gebraucht, bis ich diese sehr, sehr coole Mission getriggert habe. Ja, es hat wirklich Ewigkeiten gedauert. Aber es ist machbar, Leute, gebt nicht auf. Falls ihr merkt, ey, das ist gar nicht die Mission, die ich haben möchte, dann ganz einfach, Leute, ihr könnt erstens GTA einfach neu starten und dann nochmal Franklin anrufen und das Ganze so lange machen, bis ihr die richtige Mission habt. Oder, Leute, noch schneller und noch einfacher, sobald das Telefonat zu Ende ist, geht jetzt ins Optionsmenü, geht auf Online und Editor. Und sobald ihr in Editor seid, Leute, geht einfach in eine neue GTA Online-Sitzung und könnt dann wieder Franklin anrufen und das Ganze nochmal versuchen. So, in meinem Fall habe ich jetzt die richtige Mission getriggert. Sobald das Telefonat zu Ende ist, Leute, öffne ich das Interaktionsmenü. Und by the way, Leute, das Telefonat könnt ihr auch mit X überspringen, falls ihr die Mission schon mal gespielt habt. So, habt ihr euer Interaktionsmenü offen, so wie ich, müssen wir jetzt als nächstes unseren MOC bestellen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier auf Sonderfahrzeuge, gehen auf den Bulli Kommandozentrale und anfordern. Aber Achtung, Leute, das Interaktionsmenü wird geschlossen. Das bedeutet, sofort wieder öffnen. Ganz wichtig, ja. So, habt ihr das Ganze jetzt geschafft, gehen wir jetzt zu unserem MOC, was jetzt in der Zwischenzeit geliefert wurde. So, sitzt jetzt im MOC, Leute, könnt ihr jetzt euer Interaktionsmenü einfach schließen und eure Zugmaschine vom MOC lösen mit der rechten Pfeiltaste. So, jetzt müssen wir warten, bis die Mission tatsächlich gestartet wird. Das bedeutet, dass die Zielperson lokalisiert wurde. So, in meinem Fall ist jetzt hier irgendwo in der Stadt und ich fahre jetzt mit dem MOC so schnell dahin, wie es möglich ist. Denn, Leute, in der Zwischenzeit ist auch der Timer losgegangen. Denn ihr habt für diese Mission offiziell nur 15 Minuten Zeit. Und in diesen 15 Minuten, Leute, müsst ihr tatsächlich auch alles hinbekommen mit diesem Glitch. Das bedeutet, einmal diesen RP-Glitch auszuführen und den AFK-Modus hinzukriegen. So, Leute, sind wir es bei unserer Zielperson angekommen, Leute, dann auf jeden Fall nicht rammen. Denn wir halten erstmal ein bisschen Abstand und warten, bis wir eine gute Location haben, um ihn einzuklemmen.
Denn, ganz wichtig Leute, wir brauchen ihn lebend. Er darf nicht sterben. Wenn er stirbt, ist die Mission vorbei und ja, ihr dürft das Ganze nochmal von vorne machen. Denn unser Ziel ist es tatsächlich Leute, ihm auch sein Auto rauszubekommen. Aber das Problem ist Leute, sobald ihr mit eurem MOC ihn immer antatscht oder generell mit ihm irgendein Fahrzeug antatscht, dann kriegt er Panik und er wird ganz schnell wegfahren wollen. Deswegen Leute, solltet ihr euch sicher sein, ey yo, da ist eine schöne Wand, ich bin direkt neben ihn, ich klatsche noch mal schön gegen die Wand. Also ihr solltet euch sicher sein, dass ihr das Ganze auch jetzt hinbekommt. So, habt ihr es ungefähr jetzt hingekriegt, zum Beispiel wie ich hier, ist er jetzt eingeklemmt. Das bedeutet, ihr könnt es nicht vorwärts oder auch generell nicht rückwärts fahren. Denn wir steigen jetzt aus dem MOC aus, gehen zu seinem Fahrzeug und schmeißen ihn aus seinem Fahrzeug raus. Das bedeutet, wir gehen zu seinem Fahrzeug und halten die Dreiecks-Taste gedrückt, um ihn rauszuschmeißen. Falls ihr das Ganze nicht könnt, Leute, dann habt ihr nicht genug Platz. Das bedeutet, ihr müsst tatsächlich mit dem MOC euch ein bisschen anders positionieren, sodass er zwar immer noch eingeklemmt ist, aber ihr immer noch genug Platz habt, um ihn rauszuschmeißen. So, Leute, habt ihr ihn rausgeschmissen, werdet ihr merken, dass er auf einmal seine Pistole zückt und euch abschießt, was das Zeug hält. Denn als nächstes, Leute, rennt ihr ganz schnell wieder zurück zu eurem MOC und steigt ein. Und jetzt, Leute, kommt tatsächlich der Part, der euch wahrscheinlich am meisten kirre machen wird. Denn wir müssen ihn jetzt anfahren, aber nicht überfahren. Denn wie gesagt, er darf nicht sterben. Denn unser Ziel ist es tatsächlich, Leute, dass wir ihn anfahren, dass er dann hinfällt. Und wenn er auf dem Boden liegt, dass wir mit unserem Vorderreifen, rechts oder links, ist völlig egal, einfach ein bisschen anrollen bzw. überfahren. Aber nicht komplett überfahren, nur anfahren mäßig. Ihr wisst, was ich meine. Denn ihr werdet merken, Leute, wenn ihr alles richtig macht, werdet ihr durchgehend 250 RP bekommen. Das bedeutet, ihr seid schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg, aber also nicht der Modus, den ihr gerne haben möchtet. Denn diese 250 RP pro 1-2 Sekunden ist nicht zum Vergleich, was gleich kommt. Denn wir fahren jetzt ein bisschen weiter bzw. positionieren den Vorderreifen ein bisschen anders. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr auf einmal nicht mehr diese 250 RP bekommt, die euch angezeigt werden, sondern ihr circa alle 4 bis 10 Sekunden, das variiert je nachdem, welches Level ihr schon habt, ein Level aufsteigt. Und das, Leute, im Intervall. Das bedeutet, ich bin ein Level aufgestiegen und, oh, ich bin schon wieder ein Level aufgestiegen. Und was? Noch ein Level? Was geht hier ab, Leute? Und das durchgehend, wirklich, einfach durchgehend. Und Leute, das ist richtig geil. Und allein in dieser Zeit, wo ihr gerade auf drauf steht, so circa 10 Minuten, werdet ihr so circa 100 bis 200 Level gemacht haben. Wie krass ist das denn bitteschön? Und wie gesagt, Leute, es gibt auch noch eine AFK-Methode. Denn wir haben tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem in dieser Mission. Die Zeit. Die Zeit läuft ja irgendwann ab. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, ja, dann ist die Mission vorbei. Und das ist ja ziemlich schade. Und deswegen, Leute, gibt es tatsächlich ein Workaround. So Leute, wir gehen jetzt über zum AFK-Teil, beziehungsweise für den AFK-Modus. Und hier ganz wichtig Leute, geht sicher, dass euer MOC richtig platziert ist. Das meine ich damit Leute, nicht dass ihr Level aufsteigt, sondern das bedeutet, dass euer MOC bzw. euer Reifen sich nicht bewegt, ne? Wenn ihr auch nichts macht, er soll sich nicht bewegen. Und ganz wichtig Leute, dass auch dieser Typ, den ihr gerade einklemmt, ne, den Popstar so gesehen, dass er sich auch nicht irgendwie so seitlich langsam rausbackt. Denn das führt leider dazu, Leute, dass die AFK-Methode zwar generell funktioniert, aber vielleicht schon nach 20 Minuten oder sowas dann nicht mehr funktioniert. Deswegen achtet genau drauf und beobachtet jetzt einfach, wie sich euer MOC verhält, wie sich der Typ verhält. Denn ihr habt Zeit, bis der Timer auf die 30 Sekunden gegangen ist. So, Leute, ist der Timer jetzt auf die 30 Sekunden gegangen, wird es jetzt ernst. Denn wir öffnen das Interaktionsmenü und bringen uns jetzt erstmal selber um. Und in diesem Sterbescreen, Leute, müssen wir jetzt ganz schnell sein. Denn wir öffnen jetzt das Optionsmenü, drücken jetzt dreimal die linke Taste, so dass wir beim PlayStation Writer sind, drücken jetzt hier X, sind wir jetzt bei diesem Kaufmenü von Rockstar Artikeln, gehen jetzt auf die Shortcuts. Und Leute, wenn ihr diesen Shortcuts durchscrollen könnt, seid ihr richtig. Und das Ganze, Leute, muss in diesen Sterbesequenz sein. Ganz wichtig und ihr müsst einfach ganz schnell sein. Und Leute, wenn ihr auch einen LKW jetzt immer noch hört, dann kann ich euch sagen, ihr habt es geschafft. Ihr seid in den gefreesten Modus und die Mission, obwohl der Timer mittlerweile schon abgelaufen ist, wird nicht abgebrochen bzw. beendet. Und ihr werdet immer noch eure Level ergrinden. Wie geil ist das denn? Und am besten, Leute, ihr klemmt euren Controller einfach mal ein und lehnt euch gespannt zurück und genießt die Level, die ihr gerne haben möchtet.
Aber Leute, so als kleine Nebeninfo für euch. Während ich hier das Video aufgenommen habe, läuft das Ganze natürlich bei mir AFK weiter. Und Leute, was soll ich sagen? Ich bin mittlerweile 3175. Das ist schon unglaublich. Also wirklich, mit meinem Hauptcharakter bin ich gerade mal Level 800 irgendwas. Er spielt natürlich, aber trotzdem, hier bin ich einfach Level 3000. Also Leute, der Glitch ist auf jeden Fall oberheftig. Und wie gesagt, Leute, in spätestens 36 Stunden sollt ihr, wenn alles optimal funktioniert, Level 8000 werden. Ja, Leute, das ist tatsächlich möglich. Und das war es generell auch schon mit diesem Glitch. Deswegen, Leute, vergesst nicht, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Aber Leute, ich habe ein paar schlechte News bzw. Erfahrungen. Denn dieser Glitch bzw. dieser AFK-Modus ist zwar möglich, wenn man ihn genau hittet. Also sprich, wenn eine MMC exakt richtig auf diesen Typen steht. Das könnt ihr leider nicht so genau sehen, beziehungsweise habe ich tatsächlich auch nicht das krasseste Auge für. Deswegen hier mein Tipp an euch, Leute. Ganz klar, wenn ihr einen Freund habt und ihr in einer Freundessitzung seid, dann sagt eurem Freund bitte Bescheid, ey, yo, join mal bitte in meine Sitzung. Und wenn dann eure Sitzung drin ist, dann schaut er sich erstmal euer Level an, indem er die untere Pfeiltaste drückt und die Sitzung sieht. Und nach ca. 10, 15 Sekunden später soll er nochmal die untere Pfeiltaste drücken, um zu schauen, ob er noch Level aussteigt. Denn wenn er merkt, ey yo, du steigst kein Level mehr auf, dann, Leute, hat sich der Typ irgendwie rausgebuggt oder ist gestorben oder sonst irgendwas ist passiert und müsst den Glitch leider komplett wiederholen. Wenn aber euer Freund sagt, ey yo, du steigst noch Level auf, dann wisst ihr, okay, gerade ist alles safe. Also sprich, könnt ihr erstmal entspannen. Aber wie gesagt, Leute, dieser AFK-Modus kann halt immer wieder irgendwann mal zu Ende sein. Deswegen hier ganz klar mein Tipp, zwischendurch mal kontrollieren mit Hilfe eines Freundes oder eines Zweitaccounts mit der anderen Konsole. Aber gut, Leute, kommen wir erstmal zum wichtigen Thema. Die Banngefahr. Welche Banngefahr könnte es in diesem Glitch geben? Naja, Leute, tatsächlich ein ganz schwieriges Thema, beziehungsweise auch nicht ganz leicht einzuschätzen. Denn, klar, Rockstar Games hat schon öfters wegen Glitches Accounts zurückgesetzt. Und zwar eigentlich primär bei Glitches, die erstens unglaublich lukrativ waren oder zweitens God-Mode-Glitche waren und ihr damit halt irgendwelche Spiele abgefuckt habt. Dann gab es eigentlich immer ein Account-Reset oder tatsächlich ein Bann. Und Leute, die Banngefahr in diesem Glitch kann ich tatsächlich nicht genau definieren, weil wir grinden uns hier tatsächlich ja kein Geld, denn Rockstar Games verkauft ja diese Ingame-Währung und verdient damit ihr Geld. Deswegen da auch irgendwie verständlich, dass die Leute dann halt wegbannen, die glitchten, ne? Aber RP verkaufen die ja nicht und RP, damit schadet man ja auch keine Spieler. Deswegen würde ich die Banngefahr generell jetzt nicht als zu hoch einschätzen. Aber Leute, falls ihr schon gemerkt habt, ich mache diesen Glitch nur auf meinem zweiten Account. Aber Leute, das sage ich euch jetzt ganz ehrlich, entscheidet für euch selber. Ich sage jetzt hier nicht, der Glitch ist safe oder nicht. Aber Leute, was ich euch sagen kann, eine gewisse Banngefahr existiert bei diesem RP-Glitch. Deswegen geht vorsichtig damit um, macht es vielleicht auf dem zweiten Account, wo ihr denkt, ach, wenn der irgendwie mal resettet wird, ist mir das generell egal. So wie bei mir. Der zweite Account wäre zwar schade, wenn er weg wäre, aber immer noch nicht so schlimm wie mein Hauptaccount. Deswegen hier ganz klar die Devise, seid vorsichtig bei diesen Glitchen. Aber gut, Leute, ich hoffe generell hat euch das Video zu diesem ultimativen RP-Glitch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen fetten Daumen nach oben da. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abgedient haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert auch und ist der krasseste RP-Glitch aller Zeiten. Also, let's go. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.